Hey Freunde, ich bin's Benedikt vom Juwelier Alter. Herzlich willkommen zum Alter Live, wie jeden Freitag um 19 Uhr. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt es schon am Titel gesehen und am Thumbnail natürlich. Wir haben heute wieder einen ganz speziellen Gast. Ich freue mich sehr, dass wir ihn gemeinsam hier heute begrüßen dürfen. Er braucht sicherlich keine Vorstellung und ich freue mich extrem, dass du dabei bist, Konstantin. Herzlich willkommen, Mr. B im Alter Live dabei. Ja, servus, einen schönen guten Abend zusammen. Benedikt, danke nochmal für die Einladung. Schön, dass wir mal wieder live zusammen machen und ich freue mich auf heute Abend. Es wird spannend, denke ich mal. Ich und auch die Community, viele von euch sind ja schon da, freuen uns auch mega. Wir haben ja zuletzt hier gemeinsam gesessen und ein Video über die Omega Speedmaster gemacht und haben wir uns darüber unterhalten, dass wir nochmal ein Live zusammen machen müssen. Und das ist jetzt heute an der Zeit, deswegen auch thematisch, glaube ich, ganz gut, ganz guter Übergang. Aber, wie du das ja kennst bei uns, wir haben ja so ein paar Traditionen, würde ich sagen. Und deswegen ganz vorneweg, Konstantin, womit gehst du ins Wochenende? Was ist dein Wristcheck? Und auch an euch da draußen, schreibt es in die Kommentare, womit geht ihr jetzt ins Wochenende? Ja, ganz wichtig. Mein Wristcheck ist nach wie vor die EWC Große Flieger Perpetual Kalender, ewiger Kalender, die ich ja nach wie vor von EWC zum Testdrive da habe. Richtig coole Uhr, macht nach wie vor Spaß. Die Zeit tickt, das heißt, ich werde sie bald zurückgeben müssen. Und es war auf jeden Fall sehr interessant, da so ein bisschen IWC ausprobieren zu können, gerade so eine große Uhr lange tragen zu können. Ich mag ja größere Uhren, aber 46 ist schon ziemlich krass. Aber soweit hat es Spaß gemacht. Das ist eine Hammeruhr. Also die Größe ist natürlich klasse. Ich habe sie ja auch live bei dir gesehen und auch mal angelegt. Aber auch der ewige Kalender da drauf, das ist ja schon Uhrmacherkunst vom Allerfeinsten in dem sportlichen Gehäuse. Also genieß es, solange du sie noch hast. Bei mir ist es die Seamaster Aquaterra, auch passend zum Thema heute. Natürlich passend zum Omega. Thema. Passend zum Thema, aber auch die ganze Woche am Handgelenk gewesen tatsächlich. Ich bin nach wie vor im siebten Himmel mit der Uhr und freue mich sehr. Andere Tradition, die wir haben, Konstantin, auch die kennst du. Ich habe heute, weil ich muss hier gleich noch wegfahren, don't drink and drive, deswegen bin ich heute mit einem Radler unterwegs. Ja, deswegen, wir gehen ja gemeinsam ins Wochenende. Was hast du dabei? Was trinkst du heute? Ich denke auch klassisch, im Endeffekt habe ich wieder meine Megatasse mit Tee, Abendtee. Super. Im Hintergrund, ich bin erst gerade fertig geworden mit der Arbeit und habe mir den dann einmal noch fertig gemacht und später gibt es dann vielleicht auch noch was anderes, aber erstmal jetzt für die Stimmbänder und alles. Sehr gut. Einen guten Abendtee, aber Prost zusammen. Ja, zum Wohl auch euch da draußen, schön, dass ihr dabei seid, auch wenn ihr später einschaltet. Genau. Schön, dass ihr es geschafft habt. Übrigens aus dem Alter Live Glas hier vom Holger. Ach, guck mal. Danke nochmal an der Stelle. Ich stelle das einfach mal hier hin. So, ja super. Und ich würde vorschlagen, Konstantin, wir gehen jetzt einmal gemeinsam durch die Wristchecks. Ich sehe hier einige Kommentare schon drin. Freue mich sehr, dass ihr rege teilnehmt. Lass uns mal durchgehen. Und zwar starten wir heute mit dem Ante Babacro. Heute extra für den Stream die Datejust 41 mal wieder ausgepackt. Was Edles, nice. Wunderschöne Uhr. Sehr, sehr schön. Der Heiko hat die Oris Datwat dabei. Auch eine coole Uhr. Die Datwat Uhr mit ist cool. Story. Sehr, sehr coole Uhr. Kennst du die Titoni Seascoper? Hast du die schon mal am Handgelenk? Ja, am Handgelenk nicht. Ich kenne Titoni, ich kenne die Marke, habe sie schon ein paar Mal gesehen, aber selbst da gehabt und ausprobiert habe ich sie, wenn ich ehrlich bin, noch nicht. Aber ist auch Inhouse-Werk, meine ich, bei den Uhren. Und verarbeitungstechnisch super gut. Klasse Uhr. Absolut. Steaks and Fries mit einer schönen Left-Handed Pelagos. Sehr, sehr schöne Uhr. Nice, die Lefty. Wir haben den Jens dabei mit der Oris Big Crown Pro Pilot Daydate vom Altherren-Team aus Köln. Mal. Sehr, sehr schön. Freut mich sehr. Cool. Wir haben den Jan dabei mit einer Seamaster Diver 300 Meter am schwarzen Blatt. Eine Nomos Ahoy vom Fabian. Tudor Black Bay 41 in Red. Sehr, sehr schön. Hatte ich heute noch hier im Studio zum Shoot. Sehr, sehr schön. Wir haben den Guido dabei mit einer Moser Heritage Dual Time in Burgundirot. Oh, boah, das ist mal was ganz sehen wir selten im Stream, schön. Auch in den Wristchecks. Sehr, sehr schön. Fussel Wegenbach mit einer Invicta. Sehr, sehr coole Uhr auch. Wir haben den Jürgen mit der Fortis F43 B-Compax. Natürlich von Alter, das freut mich umso mehr. Passend im Team hier der Tobias dabei mit der Aquaterra in Schwarz. Auch von Alter, das freut Gang. Mich sehr. Sehr, sehr schön. Wir haben die Omega Speedmaster 2021 Hesalit aus eurem Store in Köln. Auch das passt zum Thema heute. Freue mich sehr, dass du da bist, Tim. Der Henry ist dabei mit der Rolex Explorer 2 Polar und Tomatensaft. Das ist tatsächlich einer meiner Favoriten aus dem Rolex-Lineup. Sehr, sehr schöne Uhr, Henry. Ja. Cool.
Der Perfektionist ist da mit der Tudor GMT. IWC-Ingenieur von MT Cosmic, weißes Blatt aus 2017. Oh, ja, Genta nice. Design, sehr, sehr schön. Der Jörn, auch mit der Aquaterra, grünes Blatt von Altair. Das ist sogar noch näher an der. Sehr, sehr schön, freue ich mich. Wir haben den Lassi dabei mit der Noramis Gangreserve, auch eine schöne Uhr. Freue mich auch. Viele von Altair heute dabei, schau mal. Cool. So soll es sein. Der Bernhard ist dabei, schön, dass du da bist. Wir haben den Rainer dabei mit der Spirit am blauen Blatt am Arm. Sehr, sehr schön. Die Lena ist, schön, schaltet ja ein mit der Maurice Lacroix Icon 35 am Start. So schöne soll sein. Uhr, sauber. Sehr schöne Uhr. El Ganesha, Seamaster Aquaterra. Du merkst viele Aquaterras hier in der Community. Ja gut, dabei. Bei dem Titel, ne? Omega-lastig. Absolut, absolut. Auch der Harald, schön, dass du da bist, Harald. Zenit El Primero 42, tolle Uhr. Sehr, sehr schön, freue mich sehr. Gut, dass du es geschafft hast. Noch eine Titoni dabei. Und wir haben eine Omega Speedy Apollo 8, die wird ausgeführt schön, heute. Schön, sehr nice. Tolle Uhr, schöne Wahl. Sina Funke dabei mit der Skyflake, auch noch eine Grand Seiko sehr von Veronique. Wir haben Fortis, wir haben Planet Ocean und Konstantin, das ist für dich. Deine Videos sind echt klasse. Ja, vielen Dank. Ich finde deine Videos absolut klasse. Für die von euch, die den Konstantin noch nicht so gut kennen, kann ja sein. Also, aber ich will euch einmal ganz kurz zeigen, der Konstantin, der macht tolle, tolle Videos. Den Kanal findet ihr hier, Mr. B. Querbeet, wirklich durch alle Themen hindurch. Wir machen manchmal zusammen coole Videos, haben jetzt zuletzt ja die Speedmaster vorgestellt. Also die von euch, die den Konstantin noch nicht kennen, gerne nach dem Video vorbeischauen. Jetzt erstmal kurz hier bleiben. Aber ja, die Videos sind absolut erste Klasse. Besten Dank. So, ich würde vorschlagen, Konstantin, wir starten mal mit dem Thema heute. Ich habe ja gerade schon eingeführt, danke für eure ganzen Wrist-Shots, Wrist-Checks natürlich. Lass uns mal starten, Revue passieren lassen, als wir hier gemeinsam gesessen haben und über die Speedmaster-Kollektion gesprochen haben. Du hast deine Speedmaster ja verkauft im letzten Jahr, richtig? Ja, richtig. Ich hatte die fast 9 Jahre lang bei mir in der Sammlung. Das war die Pre-2021 Saphir Sandwich, also mit dem 1863-Werk, Saphirglas oben, Saphirglas unten am Stahlband. Ich habe die Uhr lange gehabt, aber irgendwie bin ich nie so ganz warm geworden. Es ist ein Klassiker und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, damals, wo ich sie gekauft habe, war das auch mehr, weil viele gesagt haben, es ist ein Klassiker. Trotzdem, Speedmaster ist halt auch eine Ikone für sich und eine tolle Uhr. Ja. Ich habe dafür die Panerai 914 gekauft, die ja auch eine sehr klassische und sehr reduzierte Uhr ist. Aber Speedy hat schon was. Und solche Videos, wie wir sie gemacht haben, Benedikt, helfen ja auch nicht weiter, weil dann hat man so erstmal so diesen absoluten Overflow an Omegas vor sich. Und gerade in die neue Variante 2021 mit dem neuen Band, mit der neuen Schließe, mit dem etwas anderen Blattdesign, das ist dann schon wieder, wo man sich denkt, oh, die ist schon einfach eine sehr nice Uhr. Ne? Ja. Die machen schon tolle Uhren. Insgesamt, also ich finde, nicht nur in der Speedmaster-Kollektion, aber allgemein. Wir haben ja auch schon über die Seamaster gemeinsam gesprochen. Ja. Haben wir mal bei mir im Wohnzimmer haben wir über die Seamaster gesprochen. Das sind ja auch tolle Kollektionen. Was ich nämlich dabei habe heute für dich, ist, wir haben das vor ein paar Wochen mal gemacht mit dem Sebastian aus Berlin, dass ich so ein paar Uhren vorbereitet habe. Und ich würde gerne von dir hören, erstmal kann die Community dann abstimmen, welche Uhr sie dann präferiert, ja, A oder B. Aber auch du musst dann entscheiden, was ist es, A oder B. Und dann kannst du ein bisschen ausführen, welche Uhren dir davon besser gefallen. Ja, cool, ja, bin ich gespannt. Weil ich glaube, das hat letztes Mal gut funktioniert, weil das einfach riesen Spaß macht, so zu gucken, was ist dein Geschmack, ne? Und wie verändert sich auch der Geschmack vielleicht? Deswegen würde ich vorschlagen, lass uns direkt mal einsteigen mit der ersten Wahl. Und ich habe gerade schon angesprochen, wir haben über Speedmaster gesprochen, aber wir haben vorher über die Seamaster gesprochen. Und ich weiß auch, dass du Bicolor gerne magst. Deswegen habe ich jetzt kommt Bicolor. Dir die Wahl schwer gemacht. Und zwar im ersten Schritt die neue Speedy von 2021 mit dem Master-Chronometer-Werk gegen die Seamaster Diver 300 Meter in der Setna-Gold-Kombination mit Stahl. Jetzt muss ich sagen, das ist ja eher Rose-Gold, ne? Aber ja trotzdem muss ich schon sagen, ist die Seamaster in dem Fall. Das ist Tuton, ich kann nicht anders. Tut mir leid. Das ist eine klasse, aber eine Seamaster hattest du noch nicht in der Sammlung, oder? Seamaster hatte ich in der Tat noch nicht in der Sammlung, das ist richtig. Ja, in der Community gehen wir hier gerade einmal durch, also für alle Fälle Speedy, 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 aber es gibt auch Diver, Speedy, B, A, Speedy, Speedy, der ja, Urbiker Speedy sagt Seamaster.
Ja, also man macht natürlich mit beiden nichts falsch. Das sind beides Kollektionen, wie ich finde, wo Omega wirklich absolut Spitzenklasse beweist. Ne? Also die Speedmaster von der Geschichte her natürlich, aber auch die Seamaster, das ist ein Diver zu dem Preis, in dem Preissegment, mit dem, was man dafür kriegt. Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, dir eine Seamaster? Oder auch oder wärst diese Diver 300 Meter vielleicht sogar in dieser Bicolor-Kombination? Schon mal drüber nachgedacht, damit... Also Seamaster, ich muss mich korrigieren, ich hatte mal eine Omega Aquaterra in 38,5 mm mit dem Tickziffern in Silber. Die war mir dann aber ein Ticken zu klein, 38,5. Ja. Aber Seamaster finde ich super interessant, eine Seamaster Professional Diver wie hier, wahrscheinlich weniger, weil ich halt die Two-Tone Submariner habe, die blaue. Stimmt, ja. Und da die Seamaster, das wäre schon, auch wenn es andere Marke ist, es ist vom Vibe halt schon sehr, sehr ähnlich. Aber die Seamaster als solches finde ich spannend. Ist schon eine coole Rolle. Vielleicht als Chrono dann eher? Okay. Haben wir später auch noch dabei. Schauen wir uns später auch noch an. Ich sehe jetzt hier in der Community Seamaster, auch mal Speedy, aber viel Seamaster. Der schön. Johannes ist auch bei der Speedy. Der Henry sagt, Bicolor ist gar nicht sein Ding. So gehen die Geschmäcker da auseinander, ne? Das ist ja immer so. Spaltet ein bisschen. Seamaster. Und der Sascha ergänzt gerade noch, trage zwar selber eine Seamaster, aber in Two-Tone gefällt sie mir nicht, daher die Speedy. Okay. Wir machen mal weiter. Der Holger ergänzt hier gerade noch, Aquaterra wird dieses Jahr meine Exit-Uhr. Gruß an Mr. B, viel Spaß beim Glas. Ach ja, noch eine Speedy. Ja, Exit-Watch ist immer so ein Thema, ne? Für dieses Jahr zumindest, ja. Exit-Watch. Okay, pass auf. Schon ein bisschen eingeschränkt, das Ganze für dieses Jahr. Pass auf, nächste Wahl. Ich hatte mir schon gedacht, dass du Seamaster sagst. Und jetzt stelle ich nochmal vor die Wahl von zwei Kollektionen. Und zwar ist die Wahl zwischen der Seamaster 300, also dem 1957 inspirierten Modell, die neue Variante mit Lollipop-Sekunde, oder die Constellation. Was gefällt dir zwischen den beiden besser? Also die Constellation finde ich cool. Die haben sie schön hingekriegt. Die hat wieder so richtig coole 80er-Vibes. Ein bisschen Genta-Design. Du kennst mein Problem, was ich hier mit der Seamaster, Benedikt. Ja, Fotina. Fotina ist nicht dein Ding. Das ist nicht mein Ding. Aber, das ist schwer. Ich bleibe trotz der Fotina bei der Seamaster, weil die mir einfach noch einen Ticken besser gefällt. Gerade von der Lunette, vom Ziffernblatt. Das ist ja auch ja ein bisschen wie Sandwich, ne? So eingelassen. Ja, absolut. Ist Sandwich, ja. Von daher bleib bei der Seamaster, muss ich echt sagen. Okay. Die ersten Kommentare, die ich hier im Chat sehe, die geben dir da absolut recht. Seamaster. Der Thomas sagt B, also das ist dann Constellation. Seamaster, der Holger stimmt zu, Exit gibt's nicht, ist ein Mythos, ja. Wenn du ihn gefunden hast, sag gerne Bescheid. Guido mit der Constellation, ja. Constellation, da wechselt sich doch ein bisschen ab, aber und der Urbiker sagt gar keine. Dann lieber bei der Speedy bleiben. Aber Constellation, Seamaster, ich glaube ein bisschen mehr Seamaster, aber Constellation natürlich coole Story, ne? Ich weiß nicht, wann Gerald Genta die für Omega designt hat? Ich bin mir nicht sicher. Muss ja auch Ende 70er gewesen sein, oder? Wahrscheinlich, ne? Der ist dann weitergezogen, ich glaube auch im Laufe der 70er Jahre. Weißt du, wie der dadurch inspiriert wurde? Das hatte ich mir damals recherchiert, als ich das Video dazu gemacht habe. Ja, also, kennst los. Du die Story? Er hat beim Rasieren, wenn ihr euch die mal anschaut, die haben ja diese Klampen da an der Seite. Das ist ein Spiegel, sich beim Rasieren hat er in den Spiegel geguckt und hat dann gesehen, wie der Spiegel von so diesen Greifarmen quasi gehalten wird an der Seite. Genau. Und die hat er sich da inspirieren lassen. Jetzt in der Variante mit einer Keramiklünette drumherum, finde ich super gelungen, ist eine sehr, sehr schöne Uhr. Auch diese Leder-Kautschuk-Kombi gefällt mir persönlich ganz gut. Bin gespannt, was Omega da noch so in den nächsten Jahren bringt. Aber ja, kleiner ich sehe auf jeden Fall auch hier, Seamaster kommt da, glaube ich, hau raus. Als ich in China gelebt habe, das hat mich überrascht, aber da bin ich über zig echte Constellation-Modelle gestoßen. Damals noch der Vorgänger mit Stahllünette. Also gerade in Asien war die absolute Renner und habe ich mehr gesehen als Datejust und so weiter. Also die Constellation war in Asien der Renner. Also damals schon, zwischen 2011, 2015. Das war echt nur, die ich euch da angetroffen habe. Die habe ich in Deutschland nie gesehen. Deswegen kannte ich das Modell bis 2011 auch nicht wirklich. Erst wo ich in China war, dachte ich mir, Moment, was ist das denn? Und das ist ein cooles Thema, weil
du bist ja viel rumgekommen. Du warst in China, du warst in Mexiko, du hast ja wirklich schon einiges gesehen und auch deine Uhrenleidenschaft mit in die anderen Länder gebracht. Und das, wir in Deutschland neigt man ja so ein bisschen dazu zu denken, ja, die Hersteller machen die Uhren für uns. Aber da muss man ja ehrlicherweise sagen, das ist ja nicht unbedingt so, sondern das, die Uhren werden ja häufig auch für einen anderen Markt gemacht. Hast du andere Modelle, die du vielleicht woanders mehr gesehen hast als in Deutschland, die vielleicht da ein bisschen größerer Beliebtheit sich erfreuen? Also was absolut beliebt war, gerade in China, war Longines und da die Master Collection. Mhm. Da hattest du dann ja auch die retrograde Modelle beziehungsweise dann die Master Kalender Chronograph Variante. Ja. Die habe ich sehr oft gesehen. Tag Heuer war auch sehr beliebt. Da dann hauptsächlich Aquaracer, aber jetzt auch nicht so die größeren Modelle, sondern eher kleinere Uhren von Tag Heuer. Rolex, klar, aber nicht so viel, wie man meinen sollte. Und dann auf jeden Fall immer so diese Varianten, gerne auch mal mit Steinchen auf dem Ziffernblatt und gerne dann auch in Two-Tone. Ja, ja, da hast du wahrscheinlich dein Fable dafür bekommen, ne? Kann das sein? Kann sein, das kann sein. Ja, gut, ja. Kind der 80er, ne? Also da geht es ja eigentlich nicht ohne Two-Tone, oder? Fair enough, fair enough. Super. Ja, kurz hier die Frage, kommt denn dieses Jahr was Tolles? Ich weiß nicht, ob bei Omega, bei der Constellation was kommt, aber es kommen immer wieder viele tolle Marken, Dirk. Ich denke, schön hier abonniert bleiben und regelmäßig einschalten. Wir bringen die immer mit, ne? Das ist wichtig. Der Christian fragt hier, welche Streaming-Software wir nutzen. Das nennt sich StreamYard. Also ich ermuntere euch dazu auch zu streamen. StreamYard ist die Software, das funktioniert ganz gut. Das wird okay. Und der Wolper sagt gerade, hatte schon einige Exit-Watches. Jetzt gibt es dann die nächste. Es ist wie so eine russische Puppe, ne? Es gibt immer eine neue Tür, durch die man exiten möchte. Ja. Ja, genau. Und die Exit-Watch dieses Jahr schon im Februar. Ja, das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall gut. So. Dann, was haben wir noch? Ich habe noch was dabei. Und zwar, wir haben ja hier gesessen, Speedmaster, und du hast ja die Tendenz schon so zu einigen Modellen gehabt. Aber es gibt ein Modell, was wir nicht dabei hatten. Das hätte ich dir gerne mitgebracht, aber die Speedmaster Racing hatte gefehlt. Und deswegen jetzt hier die Entscheidung für dich. Ist es eher die Speedmaster Chronoscope, die neue, oder ist es eher die Speedmaster Racing in dieser weißen Variante? Ich habe jetzt mal beide in weiß, beides B-Compacts mitgebracht. Was ist da dein Favorit und was ist euer Favorit? Schreibt es unbedingt mal rein. Chronoscope oder Racing? Du hast es mir einfach gemacht, weil du hast doch die Variante rausgesucht, die damals so mein Favorit war in dem Video. Ja. Die Variante, schwarzes Ziffernblatt, schwarze Lünette. Das ist definitiv in dem Fall die Chronoscope, wenn sie ein bisschen voller ist. Wenn Speedmaster Racing Chronograph, dann mag ich es gerne Back to the Roots, True to the Original. Das wäre dann eher eine Broad Arrow. Also in dem Fall bei der Auswahl auf jeden Fall die Chronoscope. Okay, cool. Lass uns, also kann ich nachvollziehen und ich habe mich natürlich daran erinnert, welche dein Favorit war. Deswegen habe ich mir auch genau die mitgebracht, um es für die Racing ein bisschen schwieriger zu machen. Was sagt denn die Community? Schauen wir mal eben rein. Also wir sehen hier Racing, 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 Racing. Der Rainer sagt keine davon. Ja, der Heiko sagt, das ist aber schwer hier zu entscheiden. Der Dirk ist bei der Racing Chronoscope. Jetzt hat er es geschafft. Hallo Konstantin und Benedikt, Grüße aus dem Ostfriesland. Liebe Grüße zurück, Gerrit, schön, dass du da bist. Chronoscope for sure. B, also bei der Racing, Chronoscope, Racing, Racing, Chronoscope. Die Racing, die Chronoscope ist zu voll. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, da ist natürlich viel los. Aber ich würde sagen, ausgeglichen fast. Ne? Also wir hatten ein bisschen, guck mal, die Marcella hat es geschafft, ist auch bei der Racing dabei. Servus. Unbedingt Racing in schwarz. Okay, also viel Racing dabei. Ich meine, die Racing ist natürlich ist ein Automatikaufzug. Ne? Wir haben auch so ein bisschen, ist auch ein bisschen back to the roots, wie du gerade gesagt hast, ne? als Rennauto, als Rennchronograph, Sportchronograph für Racing ist das natürlich gedacht. Während bei der Chronoscope so ein bisschen mehr der 40er-Jahre-Vibe ja wieder auferlebt wird. Aber cool. Freue ich mich sehr. Und auch der Johannes sagt hier gerade Chronoscope seine Wahl. Doch, halb und halb ein bisschen mehr jetzt. Ganz klar, Chronoscope. Ja, es ist beide, genau. Hier, Steaks und Fries, beides sehr schöne Uhren, aber die Racing ist noch cooler. Schön. Ich finde das Band von der Chronoscope hier natürlich deutlich besser. Also ist für mich so der ausschlaggebende Punkt. Wobei ich dann eben das Reduzierte und dieses Symmetrische bei der Racing ehrlich gesagt ganz gut finde. Wohl gerade das Band bei der Chronoscope, ich hatte die ja da auch das erste Mal am Arm, die wirkt so ausbalanciert, so lässig auch. Lässig, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich hatte ja die Vorgänger und die hat sich cool getragen.
das Teil mit dem neuen Band, die trägt sich lässig. Das ist einfach ein schönes Gefühl am Arm. Also es hat mich positiv nochmal überrascht. Und in der Chronoscope haben sie sogar die Schnellverstellung in der Schließe. So ein bisschen, sind nur 2 Millimeter, aber so ein bisschen, dass man ein bisschen geben kann, das haben sie eben schon eingeführt. Was aus. Absolut, das sind einfach die Kleinigkeiten im Alltag, ne, die es einfach entspannt machen. Okay. Dann gehen wir jetzt mal wieder weg von den Chronographen, weg von den Sportlern, wobei die eine jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen sportlich ist. Ich glaube, das sind 2 Uhren, die man nicht so häufig sieht. Und zwar zum einen habe ich hier mitgebracht die Globemaster auf der linken Seite, was eher dressig ist, würde ich sagen, aber auch Sportstahluhr irgendwo, ne? Und auf der rechten Seite die neue kleine Sekunde aus der Aquaterra-Kollektion an einem sehr, sehr coolen Kautschukband, wie ich finde. Beide, also ja, kann man die vergleichen, Konstantin? Und wenn du müsstest, welche ist es? Ist es die Globemaster oder die Aquaterra? Aquaterra kleine Sekunde, aus der Pistole geschossen. Hammeruhr, fand ich ein mega Release, hat mir super gut gefallen. Am Kautschukband sehr schön, aber auch am Stahlband. Ich war, muss ich zugeben, nie so ein Riesenfan von der Chronoscope. Ich weiß es nicht. Irgendwie hat die mich nicht angesprochen oder war nicht so ganz rund für mich. All the way für die Aquaterra. Cool. Also wie du weißt, bin ich auch im Team Aquaterra. Wobei ich diese Globemaster hier sehr, sehr cool finde. Dieses Die, dieses Ziffernblatt, das ist so zu den Indizes hin so ein bisschen abgesenkt. Du hast viel Symmetrie. Du hast diese geriffelte Lünette, die man ja eigentlich aus der Datejust-Kollektion ganz gut kennt und die auch da sehr beliebt ist. Und das Armband finde ich spannend hier. Das sieht man auch nicht häufig. Das gibt es, glaube ich, nur bei der in der Kollektion. Ja, aber freue mich, dass du... Das ist keine schlechte Uhr, aber bei den beiden, du stellst mich vor die Wahl, da muss ich 100% Aquaterra geben, weil ich die einfach interessanter und nochmal schöner finde. Ne? Die haben sie gerade mit in der Konstellation mit dem Blatt. Ja, die ist schon, das ist schon eine schöne Farbe, eine sehr junge, frische Farbe. Ne? Kleiner Nachtrag hier, der Henry sagt, er möchte gerne mal den Rennfahrer sehen, der Zeit hat, an seiner Uhr herumzudrücken. Ja, der fährt wahrscheinlich zu langsam, aber ich glaube, grundsätzlich ist es in dem Racing so, dass der Beifahrer so im Rallye oder sowas das eher benutzt. Das ist absolut recht. Gute Ergänzung da. Warum gibt Omega auf der Homepage eigentlich nicht die Gehäusehöhen an? Oder habe ich das übersehen? Konstantin, hast du da eine Info zu? Ich meine, das stimmt, dass sie die Höhen nicht angehen, beziehungsweise zum Teil. Ich glaube, bei den ganz neuen Releases wird das zum Teil mit angezeigt, aber auch nicht bei allen. Warum sie das machen, ich weiß es nicht, aber ich habe nur sehr wenige Marken gefunden. Tudor ist ein schönes Beispiel oder auch Breitling, die alles zu Uhr schreiben. Also wenn ihr bei Tudor oder bei Breitling bei den Modellen guckt, da seht ihr Lack-to-Lack, da seht ihr Bandanstöße, da seht ihr die Höhe, die Breite, den Durchmesser. Das machen leider nur die wenigsten. Warum? Ja. Ich weiß es leider auch nicht, warum sie das nicht tun. Ja. Vielleicht, was auch zum Teil abschrecken kann, weil die Omega-Modelle sind zum Teil auch schon ein bisschen höher auf dem Papier. Tragen sich nochmal anders am Arm, das ist halt auch immer so ein Faktor, den man vielleicht mit berücksichtigt. Also das mit dem Abschrecken, so ich sag mal, ich glaube nicht, dass die absichtlich Informationen verheimlichen. Das ist am Ende. Nein, das auf keinen Fall. Also ich glaube. Ja, ich weiß es nicht. Also der Kunde informiert sich sowieso. Oder die versuchen dann eben die Leute dahin zu bringen, dass sie sagen, okay, ich gehe in den Laden und probiere sie mir da an. Das kann natürlich sein. Dass man wir messen aktuell. Wir messen aktuell viele von den Lack-to-Lacks aus, weil viele aus der Community das haben wollen. Wir bringen das jetzt auf die Website peu à peu. Ist natürlich ein langer Prozess, alle Uhren auszumessen, aber wir versuchen es. Was sagt ihr in der Community? AT, Aquaterra, der Ante, Skysurfer AT, der Henry ist bei der Globemaster. Bei Vincent muss es auch die Globemaster sein und der sagt noch hier, die Exit Watch, die gibt es übrigens nicht. Marcella ist auch bei der Aquaterra, Thomas Aquaterra, Globemaster, Aquaterra, 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 Globemaster. Viel Aquaterra. Aquaterra, viel Aquaterra. Ja, ich hab hier zu viel beeinflusst. Nein, das sind einfach schöne Uhren. Das sind einfach schöne Uhren. Globemaster, Aquaterra, Globemaster. Ja, aber auch gut durchgemischt. Sehr, sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, also, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja, ist, also ich glaube, der Release gerade mit der kleinen Sekunde, das ist eine gut getroffene Ergänzung. Auch wenn viele Leute sagen, ja, Blumenstrauße in der Kollektion, und das kann ich auch nachvollziehen, da sind ja viele, viele Varianten, ne? Aber die ist gelungen, muss man wirklich du sagen. Du hast die Auswahl, das ist doch auch mal positiv, weil jetzt mal nur als Beispiel Rolex genommen, die haben auch Vielfalt, aber weniger. Bei Omega hast du wirklich unterschiedlichste Varianten von einer Uhr. Ja. Klar, es ist schwieriger, was zu wählen, aber du kannst halt wirklich fast für dich zugeschneiderten Modell finden. Das hat ja auch was für sich. Wenn du aus der Aquaterra-Kollektion wählen müsstest, wäre das dein Favorit hier, die mit der kleinen Sekunde?
Wenn ich ehrlich bin, ich mag den Worldtimer noch sehr, sehr gerne. Das ist eine Oh richtig ja. schöne Uhr. Okay. Also Bringe ich dir gleich auch noch da. mit. Also haben wir gleich auch noch in der Auswahl. Ich Ist eine hab's schöne Uhr, befürchtet. absolut. Also die Was finde ganz, ich ganz klasse. Eigenständiges. Auch gerade von der Komplikation, auch modern umgesetzt, ne? Weil die klassischen Wertheimer-Modelle, da denke ich direkt so an Patek Philippe und das ist halt Ja. schon, du weißt es, ich bin jetzt nicht so der Dressuhren-Fan. Und bei der Ja. Aquaterra hat das diesen schönen Kick. Auch hier, IWC Perpetual Calendar, das ist eine große Flieger, das ist, passt für mich. Die normalen Perpetual Calendar, die sind halt alle sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr elegant und keine Ahnung, da bin ich halt nicht so sowas drin. Ja, der Tim ergänzt hier gerade den Namen. Panpipe-Dial ist, glaube ich, der Genau. Name von der Globemaster, ne? Van Panpipe-Dial. Sehr, sehr schön. Ziffernblatt. Sehr, sehr schön. Okay, also ich sehe schon, es ist guter Verkehr hier. Ich lese viel Aquaterra. Ich lese, weil man Uhren anprobieren sollte und nicht vom Reißbrett online kaufen. Das Absolut. meinte ich damit, ne? Und wenn man online kauft, dann natürlich bei Altair, wo man ein bisschen Rückgaberecht hat. Ne? Den musste ich leider bringen. So, und der Watch Tommy sagt hier gerade, schön, dass du da bist. Moin, am Ende muss die Uhr mal am Arm testen. Es gibt Uhren, die gute Maße haben, aber am Arm nicht gut sitzen. Man kann nicht nur nach den Zahlen gehen. Es gibt so viele Beispiele von Uhren, die sich Ganz einfach anders wichtig. tragen, als sie sich lesen. Ne? Ja. Also ich glaube, da sind wir absolut, absolut einer Meinung. Okay. Also, jetzt geht's weiter. Wir gehen weiter wir bleiben in der Seamaster-Kollektion, weil du dich ja jetzt für die Aquaterra entschieden hast. Und Okay. vergleichen die Seamaster Planet Ocean, also eher der professionelle Diver hier, der wahrscheinlich eher ein bisschen was in deinem Beuteschema ist, und vergleichen den mit der schwarzen Variante der Aquaterra im klassischen am Stahlband. Die sind beide cool. Die sind beide cool, aber ja, ich glaube, da muss ich zu Planet Ocean gehen. Also es ist auch so Schön. ein geheimer Favorit von mir. Ich mag die. Die haben sie lange nicht mehr überarbeitet, so im Vergleich zu der Seamaster zum Beispiel. Zumindest gefühlt, oder korrigiere mich da bitte. Aber es gab noch mal andere Varianten mit anderen Farben: rote Lünette, weißes Blatt und so. Aber so das allgemeine Design haben sie schon recht lange. Ich mag die Planet Ocean sehr gerne. 600 Meter Diver, 43,5 mm, wenn ich das richtig im Ja, gibt es ja Hinterkopf habe. zwei Varianten. Genau, ich glaube aber, 39. das, ja. Okay, Aber also nee, Planet finde ich Ocean. gut. Ja, Planet Ocean all the way. Super, also gucken wir mal hier, was ihr in der Community sagt. Ich fliege dir direkt runter. Also hier sehen wir AT, Planet, PO, 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 Planet Ocean, Aquaterra, Planet Ocean. Der Henry hat die Planet Ocean auch, ist da happy mit. Planet Ocean, Aquaterra. Sicherlich nicht ganz vergleichbar. Ist ein bisschen Äpfel mit Birnen, bin ich ganz ehrlich. Ne? Das eine ist wirklich eine professionelle Taucheruhr, die in ihrer, ich sag mal, in ihrer aufgemotztesten Art die tiefste Uhr der Welt war. Ne? Die war ja auch irgendwo Ja. draußen an ein U-Boot geschnallt und dann mit an den Marianengraben. Und die andere, die Aquaterra, kann halt beides, Aqua und Terra. Deswegen habe ich mich damals dafür entschieden. Aber ihr sagt auch hier Planet Ocean, Aquaterra, Planet Ocean, Planet Ocean. Also die Aquaterra ist wahrscheinlich auch so die bessere Daily Beater Uhr, die man für alles an den Arm zieht, fürs Büro, für ein Feierabendbier zum Rausgehen. Das ist einfach eine sehr schöne Allrounder, die elegant, aber auch sportlich ist. Ja, Und die also. Planet Ocean ist halt ein deftiger Diver, muss man sagen. Muss man mögen halt, Absolut. ne? Ist wirklich ein deftiger Diver, aber mit einem coolen Band auch, ne? Wenn ich das nochmal Ja. ganz kurz hier zurückbringe, das Band finde ich da auch sehr gelungen bei der Planet Ocean. Sieht man auch in wenig anderen Kollektionen bei Omega. Da gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut. Also, Auf und jeden der Fall. Stefan sagt hier, für ihn ist es die Aquaterra, weil sie aufgeräumt ist. Bisschen weniger los, ne? Ja. Und Arno sagt, Planet 7 zu hoch. Und ja, okay. Ja, was wünschst du dir als nächstes, Konstantin? Was haben wir? Habe ich, glaube ich, noch für dich im Gepäck. Jetzt Oha, haben jetzt bin wir, ich gespannt. wir bleiben in der Aquaterra-Kollektion. Du hast eben die blaue Aquaterra mit der kleinen Sekunde gefeiert. Jetzt gibt es noch eine andere Special Edition, die ich gerne für dich mitbringen würde. Und zwar die weiße Olympische Spiele-Variante mit einem, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, mit so einem strukturierten Ziffernblatt drauf. So ein bisschen Snowflake-mäßig, will ich fast sagen. Oder eben die, die wir eben hatten, die kleine Sekunde mit dem Kautschukband. Das ist lustig, ich habe Was die, finde ich hier glaube besser? ich, gestern auf Insta gesehen. Und Weiß ich oder blau? bleibe bei der Aquaterra mit der kleinen Sekunde.
Okay, also es liegt an der kleinen Sekunde, gar nicht irgendwie an dem Armband oder an der Farbe, sondern es ist die kleine Sekunde. Nee, ich finde das Blatt einfach noch schöner. Ich mag die mit den gebläuten Zeigern, mit den gebläuten Indizes, das ist auch cool, aber ich finde nach wie vor die mit der kleinen Sekunde einfach noch stimmiger für mich. Ja, Ich kann es nicht okay. mal, bei Uhren sind es Emotionen, wenn ich da jetzt drauf gucke, Ist finde ich so. die rechte halt schöner, beziehungsweise Ja, Auswahl Nummer so soll B. es sein. Genau. Wie ist denn deine Meinung grundsätzlich zu der Aquaterra Peking jetzt auf der linken Seite? Hast du, wenn du dir die so anguckst, ich meine, das Ziffernblatt, da kann ich gerne gleich noch ein paar Takte zu sagen. Ich hatte das letztens auch am Handgelenk, aber als du sie auf Instagram gesehen hast, was war so deine erste Meinung? Ich finde die Omega Olympia in der Regel immer sehr spannend. Ich fand auch damals die Tokyo Special Editions sehr, sehr schön. Da hatten sie auch eine Planet Ocean in Weiß mit Rot. Ich mag allgemein die Olympia Special Editions, aber sie sind halt sehr spannend. Oder ich sag mal, ja, sehr mit diesem Event verbunden. Und wenn ich sage Omega und Special oder Limited Edition, dann bin ich da auch eher der Traditionalist. Dann greife ich eher zu einer Snoopy oder zu einer Ed White, also Richtung Moonwatch. Wenn ich in Ja. anderen Kollektionen gucke, da entscheide ich mich da meistens für die Klassiker aus der Linie, wenn ich Okay, ehrlich ja, bin. fair Aber enough. die Umsetzung Fair gefällt mir gut. Ich finde, sie haben das sehr schön getroffen, das ganze Olympia. Thema damit getroffen und mit aufgenommen. enough. Also, es ist ein schöner Release und das ist eine runde Uhr, die hat gepasst. Aber ich mag halt die mit der kleinen Sekunde ein bisschen mehr. Absolut. Rund ist sie wortwörtlich, Konstantin. Wir haben blau, weiß, blau, weiß. Da die Olympik, auch hier Olympik, die weiß. Max sagt kleine Sekunde. B, B, Peking, Beijing, A, A. Okay, einige A's, aber auch einige B's, weiß, blau. Gut durchgemischt. Ah, schön. Ich freue mich ja, dass ich nicht irgendwie die ganz offensichtlichen hier rausgesucht habe, sondern dass wir ein bisschen guten Vergleich haben. Das ist doch schön. Und ja, ich finde die auch bildschön. Bin ich absolut bei dir. Die sieht auch in Real Life echt klasse aus. Und der Markus sagt, Aquaterra No Date wäre ein Traum. Wie stehst du dazu? Es würde dann so ein bisschen Richtung Railmaster gehen, ne? Das von Mhm. den Vibes. Fände ich klasse. Fände ich echt Was cool. ja, im Kern. Glaube ich auch so, die Aquaterra hat im Kern, glaube ich, auch so den Ja. Platz der Railmaster ein bisschen übernommen. Ne? Die war ja auch ursprünglich als antimagnetisch. Ich glaube, die Aquaterra war auch die erste, die 15.000 Gauss ja, widerstehen, die denen widerstehen konnte. Guter Punkt. Ja, und ich finde, Ja, ohne auch. Datum, Auch so das vom Datum. Design, wenn du dir die erste Railmaster anguckst und jetzt die Aquaterra, das geht schon in die richtige Richtung. Auch die als Ja. No-Day, das finde ich Hammer, das finde ich cool. Bin ich bei dir? Also finde ich einen super Vorschlag. Vor allem das Datum war erst auf 3 Uhr, jetzt auf 6 Uhr und in der nächsten Variante lassen sie es komplett wegfallen. Symmetrie ist auf 6 so dann natürlich schöner. Ja, auch Ja. ein Pluspunkt für die Aquaterra. Ja. Ah, hier, und Collins ergänzt noch gerade, warum die bei der Peking bloß einen Stahlboden draufgepackt haben. Ja, da wurde sich dann gegen den Sichtboden entschieden. Aber Finde dafür ich haben sie aber das, glaube ich, schön. legitim. Wollte ich gerade sagen, guck dir mal die Verzierung vom Boden an. Klar ist das schön vom Werk, wenn man das sehen kann, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Stahlboden ist vom Tragekomfort auch zum Teil, finde ich, gerade im Sommer, kann das angenehmer sein. Was ich aber dann, also was ich gut finde, sie haben ja davon abgesehen, auf dem Ziffernblatt selber irgendwie groß was draufzuschreiben oder so, sodass man hier Das gar nicht so finde ich. erkennt, dass das eine Special Edition ist. Und da muss man eben erst auf den Gehäuseboden gucken, um das wirklich gut zu erkennen. Klar, wenn man sich auskennt, dann weiß man, dass das eine Special Edition ist. Aber ich finde es grundsätzlich auch gelungen und sehe auch in der Community hier Wahnsinnskontrast, ist wirklich schön. Ja. Und der Thomas sagt auch, die sieht wirklich schön aus. Okay. Jetzt sind zwei. Ich freue mich sehr, dass ich so ein bisschen auch deine Favoriten rausgesucht habe. Jetzt glaube ich, mache ich es dir schwer. Und zwar vergleichen wir den Chrono der Seamaster Diver 300 Meter mit der Aquaterra Worldtimer in Du Bicolor, der Sack. Chrono, ja? Jetzt hast du mich. Oh Schreib nein. mal rein, was sagt ihr? Die ist schwer. Boah. Hättest du nicht den Worldtimer in Tutor nehmen können? Ja, den gibt es ja leider noch nicht. Den kommt ja Gibt's noch. den? Ah, den gibt es nur in Vollgold, wohl. Ja, den gibt es Ah, gibt's in. Gibt's den in Vollgold? Hab ich doch. den gibt es in Ja. Vollgold, den Okay, ja. Worldtimer. Ja, Bicolor habe ich auch Boah, gar ist nicht das gesehen, schwer. den. Das weiß ich, weil der Bernhard hat den Ah, jetzt okay, neulich mal schön. errungen. Schöne Uhr. Aber ich glaube, ja,
Ich nehme, trotz Two-Tone, nehme ich den Wertheimer, weil ich die von der Umsetzung vom Ziffernblatt so genial finde. Ich habe noch keine Wertheimer-Komplikationen bei mir in der Sammlung. Ja. Und ich finde die einfach so rund gemacht, beziehungsweise auch wie das Ziffernblatt gemacht worden ist. Knaller, Hammeruhr. Ja. Da muss ich diesmal, obwohl die S&P Chrono gerade in der Variante mega ist, aber muss ich dann doch eher Richtung Aquaterra Goldhammer gehen. Ja. Super. Ey, du hast gerade erwähnt, ich habe direkt mal eben nebenbei nachgeguckt. Hier seht ihr sie in der in die, ist auch Sedna Gold, oder? Das ist auch Ja. kein Gelbgold. Wunderschöne Uhr, also wirklich Mega. und dann auch mit einem goldenen Rotor dabei. Echt klasse. Super gelungen. Also Wahnsinnsuhr. Glückwunsch an den Bernhard an der Stelle. Aber ja, wie seht ihr das? Wo würdet ihr zu tendieren? Da werden wir gucken hier. Da, small seconds. Wo ist denn hier? Railmaster ist geil, der sagt hier Total Time. Immer ist das eine tolle Uhren. Uhr. So, warte mal. Weißes Blatt, grünes Band, Zeit, Sekunde. Okay, nee, das ist jetzt nicht. A la izquierda, also hier die linke Links. Variante. Ne, das sagst du, weißt du. Ja, aber 300, gesehen. B, Aquaterra, Aquaterra, auf jeden den Chrono, B. Aquaterra, Worldtimer, Worldtimer. Der Worldtimer steht auf das nächste auf dem Zettel. Der Urbiker ist beim Chrono. Der Chrono für den Vincent. Beide für den Thomas. Worldtimer, Chrono. Auch der Tobi sagt Worldtimer. Sehr, sehr schön. Aquaterra, Worldtimer. Also auch da ein bisschen durchgemixt, aber ich meine, dass mehr bei dir auf der Seite sind und da auch den Worldtimer präferieren. Tendenz Sehr, war da sehr ein bisschen schön. Richtung Worldtimer. Ja, Ich finde ich auch. meine auch, ich meine auch, ich meine auch. So, ich glaube, jetzt kommt mein letzter Vergleich für dich, Konstantin. Und wir haben drüber gesprochen, du hast es auch gerade erwähnt, ne, du würdest eher Richtung Snoopy greifen. Und jetzt setze ich dich so ein bisschen on the spot. Wahrscheinlich, vielleicht kommt es auch wie aus der Pistole geschossen. Aber wenn du dir eine Snoopy aussuchen müsstest, wäre es die linke oder die rechte Snoopy? Also 2015 oder 2020? Ich mag blau, die rechte. Schon Ja? allein, weil die Rakete zum Mond fliegt, oder? Ja, absolut. Das ist natürlich Aber ein cooles Gimmick, ne? ich mag die linke auch. Finde ich klasse, aber ich bin ein Freund von Kontrast. Und da fand ich die aktuelle Snoopy halt noch mal ein bisschen schöner, gerade wegen den blauen Totalisatoren, wegen der blauen Nennette. Und Ja. wie gesagt, wegen der Komplikation auf der Rückseite natürlich. Also das fand ich einen sehr schönen Release. Das gesagt, die weiße, die linke, da weiß ich, das ist dein Favorit ja auch. Ja. Finde ich ebenfalls sehr cool. What would you do in 10 seconds oder wie war das? Oder Ja, 15 14 seconds? Seconds, genau, 14 14 seconds. Seconds. Ja. Das ist einfach von den Details, das ist aber auch was, was Omega jedes Mal gut hinkriegt. Die sprechen oder gucken sich wirklich an, was die Community Ja. bewegt und die bringen das da rein und die machen das jedes Mal wirklich gut und das sieht man auch, weil ich sag mal, der Erfolg der Modelle gibt denen auch recht, weil sind einfach Absolut. schöne Umsetzungen. Es ist leider schade, dass man sie sehr schwer bekommt, aber es sind halt wirklich sehr, sehr schöne Modelle, beide. Bin ich absolut bei dir. Also beides sehr gelungen. Ich habe noch keine von davon am Handgelenk gehabt, leider, aber hoffentlich eines Tages. Der Die Frank linke konnte ich mal lässt. anprobieren. Die war, Oh also ja. da hatte ich die Chance. Das fand ich echt cool. Ah, cool. Kommt noch eines Tages. Also liebe Grüße auch an dich hier, Konstantin von Frank. Schauen wir mal rein. Jürgen sagt Yes. rechts, auch B, rechts, rechts, 2020, also rechts, B, 2020. Der Volker ist da bei mir auf der Seite, 2020, blau-weiß. Also das ist ein ganz klares Duell hier. Der Holger sagt auch links, aber sonst sehr, sehr viel B. Der Hussi ist auch bei 2015, 2015. Ja, also klar, Ja, aber es deutlich, gleicht deutlich sich wieder mehr. aus. Nee, ist deutlich mehr bei der 2020er. Tatsächlich. Das, ich meine, das war ein absoluter Volltreffer. Jetzt braucht man Ja, sich ist darüber zu so. unterhalten. Da haben sie echt genial mit dem Gehäuseboden. Da machen sie immer coole Sachen. Ne? Bei der weißen ist so ein Silver Snoopy drauf, der so auf Silberdust nennen die das irgendwie im Hintergrund so schwebt im All. Auch schön, aber ja, mit dem Uhrwerk da, die Spielerei, das ist schon sehr, sehr cool. Und der Jürgen sagt, hammergeil, die blaue. Genau so. Der lass sie auch die rechte. Blau, rechts, rechts. Ah, der Tim ist da auch bei mir, freut mich sehr. Und die rechte ist süß, absolut.
Okay, also das waren so meine Uhren, um ein kleines Gefühl dafür zu kriegen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen getroffen, so auch deine Favoriten und Auf das auch ein jeden bisschen Fall. durchgemixt. Freue mich, dass wir da ein bisschen Diskussion haben konnten. Wenn du dir aussuchen dürftest, stell dir vor, der Renaud Aschliemann ist jetzt hier dabei und du kannst ihm sagen, hey, ich wünsche mir dieses Jahr oder vielleicht nächstes Jahr, wie auch immer dann der Entwicklungszyklus ist, aber die Uhr, die würdest du dir von Omega neu aufgelegt oder vielleicht auch komplett neu entwickelt wünschen. Du wärst im Design Department dabei. Was würdest du dir wünschen? Boah, das ist eine schwierige Frage, eine interessante Frage. Oh, doch, ich weiß es. Ich weiß es. Aus der Pistole geschossen. Ich bin ein Riesenfan von der klassischen Seamaster, die du ja gerade gezeigt hast, die mit der Fortina. Ja. Und mein Wunsch ist sehr einfach. Stellt diese Uhr her, macht sie vielleicht, was hat die aktuell, 40 Millimeter? Oder ist ich meine die 42. Ich meine, die ist größer. 42 Millimeter? Okay. Lasst sie bei 42 Millimeter. Lasst alles so, wie es ist. Aber bietet sie mit normaler Lume an. 41, sie könnten sie noch auf 42 hochbringen, aber lasst sie ansonsten so, wie sie ist. Nur macht sie mit weißer Lume. Das wäre mein einziger Wunsch, weil die Kollektion als solches, die Speedmaster-Modelle, wie sie aktuell sind, gefallen mir sehr gut. Und die Seamaster, die finde ich in The Metal so mega, vom Band, von der Lünette, wie sie verarbeitet ist, vom Ziffernblatt mit dem Sandwich. Macht die einfach nur ohne Fortina. Das wäre das Einzige, wo ich drum bitten würde, weil ansonsten ist die echt perfekt. Ja, bin ich bei dir. Der Vorgänger war bei mir einer, ich stand zwischen der Aquaterra und zwischen genau der Uhr, natürlich dann noch Guck mit der anderen Sekunde. Guck dir mal an, wie clean das Blatt ist. Ja, so reduziert, ne, dass sie da nur noch diesen Seamaster, vorher war da noch so ein Koaxialschriftzug drauf, jetzt einfach nur Seamaster 300. Die Krone haben sie neu gemacht, ein bisschen die Proportion, du hast auch das Band angesprochen, wirklich gelungen. Perfekt. Wer die weiße Lume, wäre die denn, würde die grün oder würde die blau leuchten? Blau. Blau und grün. Auf der Lünette, der obere Punkt grün, der Minutenzeiger grün und der Rest blau. Ja, gute Kombi. Der Henry fragt hier gerade, was ist Fortina? Habt ihr jetzt mehrfach gesagt, Vintage Lume? Also Fortina ist quasi Vintage-Lume, beziehungsweise ist keine Vintage-Lume, sondern Lume, die aussieht wie Vintage, aber neu ist. So im Endeffekt. Und Faux, also was so falsch, ne, Französisch dafür, oder? Und dann falsche Patina quasi, daher kommt das. Also gefälschte Patina so ein bisschen, das ist so, daher kommt, glaube ich, der Name. Aber ja, dann pass auf, da was haben wir hier noch? Ich finde, der Holger wünscht sich eine Seamaster Professional 300 Meter mit blauem Wellenziffernblatt in 38 mm. Kleinere Größe. Wie stehst du dazu, Konstantin? Du, es gibt die Planet Ocean in 39 und 43. Warum gibt es die Seamaster nicht in kleiner? Berechtigte Frage. Ja. Und von den Proportionen würden die das hinkriegen. Schöne Uhr. Aquaterra gibt es auch in 38 und 41. Und ne? Früher gab es ja auch die Seamaster Professional in kleiner. Bei den älteren Modellen, meine ich. Okay, so die Pierce Brosnan-Variante gab es in 38,5. Ich glaube auch, Prinz William hat von Diana damals die Seamaster Professional 300 gekriegt in 38. Mhm, okay, das wusste ich gar nicht. Siehst du, Fun Fact da. Der Watch Tommy sagt, meine Uhr, Consti, nix da. Die ist genau so richtig. Habe die bei Alter letzte Woche gekauft. Glückwunsch dann noch zum New Watch Arrival. Auch auf Instagram mal vorbeischauen, Watch Tommy. Sehr, sehr schöne Bilder, auch sehr gelungen, voll in Szene gesetzt. Richtig klasse. Ich weiß das, ich finde die Uhr schön, aber ich durfte mir was aussuchen und ich persönlich finde die super, wenn sie die auch ohne Fortina bringen würden. Ja, aber natürlich. Frank sagt, wie recht du hast, Konstantin, und Benedikt ist ja auch Omega-Fan. Absolut, ich bin tatsächlich Riesenfan. Aber ich kann das schon nachvollziehen, den Punkt. Also kann ich schon nachvollziehen. Ach, die Seamaster 300 Meter aus 2018 ist genial. Das Blatt, Lünette, 8800er Werk, NATO-Band, ein Traum forever. Der Lolli-Zeiger ist auch schön. Oh ja. Der Vincent sagt, wenn er sich was wünschen dürfte, dann die Omega Seamaster 1000 Professional mit richtigem Monoblock-Gehäuse mit grüner Lume. Sehr, sehr schön. Die ist ja dann später zur Ploprof geworden. Ne? Das war ja, glaube ich, bei den Taucher-Expeditionen mit, ich glaube sogar mit Comex zusammen haben die entwickelt.
Das ist eine coole Idee, so ein bisschen Revival. Ich weiß nicht, wie groß der Markt da tatsächlich wäre, aber ich finde es auch als Uhrenenthusiast fände ich es auch sehr, sehr cool. Ach doch, das glaube ich schon. Also gerade diese Retro-inspirierten Uhren sind in der Regel sehr beliebt. Und wenn du das mit der Toolwatch machst, das kommt in der Regel oder wird in der Regel sehr gut aufgenommen. Finde ich schon. Selbst von Tudor, wie heißt sie nochmal, die P... P eintausend P001, glaube ich. P01, ich habe den Namen vergessen, P01, Mann. ja. Ich weiß, welche du meinst. Also ich glaube, meine heißt P01, ja. Die wurde am Anfang zerrissen. Mittlerweile hat die auch ihre Liebhaber gefunden und ist gar nicht mal mehr so selten zu sehen. Pass auf, gehen wir da einmal rein. Ah, die ist auch richtig cool. Die ist am Gehäuse sehr, sehr special verarbeitet. Wahnsinn. Moment, P01. Ist sie da drin? Da ist sie, Black Bay P01. Oh, da habe ich Da, so falsch das ist gelegen. schon was richtig Tooliges, ne? Richtig, richtig spannend. Und die Lünette rastet hier oben über diese Blöcke ein, Das ist mega, oder? damit da nichts passiert. Sehr, sehr schöne Uhr. Und hier Und P nochmal die war der Omega Prototyp. 1000, weil Prototyp, genau. Die hat sogar beim Grand Prix d'Horlogerie de Genève hat die sogar einen Preis abgeräumt, die Uhr. Für Das mich hier, zurecht. die Omega 1000, über die wir gerade gesprochen haben, sehr, sehr spannende Uhr. Monoblock-Gehäuse, ne? Also aus einem Gehäuse rausgefräst. Ja, die von euch, die Tage, den Sekunden, die Sprechstunde gesehen haben, wissen auch, dass die Royal Oak auch ursprünglich Monoblock war. Also sehr, sehr Für cool, sowas einen wieder Service eine zurückzubringen. Bitch halt, ne? Weil du musst halt alles von vorne Klar. rausnehmen. Ja, klar, ja, Aber klar. schönes Aber Design, schöne Nummer. super, super Einwand hier. Was haben wir noch? Was habt ihr noch für Wünsche? Ja, hier, der Tim sagt auch, die Raymaster könnten sie auch mal überarbeiten. Ich glaube auch, dass die Auf Raymaster, jeden Fall. die hätte es verdient und ja, bin ich bei dir. Der Chatter sagt, ich wünsche mir eine stärkere Abgrenzung innerhalb der Swatch Group. Omega und Mido sehen sich insgesamt sehr ähnlich. Findest du? Einzelne Modelle, also ich weiß, dass ich von ein paar Leuten gehört habe, dass die Mido Ocean Star 200C mit den auch so Hockeyschlägern, Wellen, so ein bisschen auf dem Ziffernblatt so ähnlich aussehen, jetzt auch runde Indizes haben. Da haben einige gesagt, jo, das ist inspiriert, kann ich irgendwo nachvollziehen, aber ich würde nicht sagen, dass das durch die Bank weg so ist. Ja, so Mido Multifor, Mido Commander. Also ich finde, die haben Genau. schon eine sehr eigene Designsprache im Großen und Ganzen. Ja. Spaymalt sagt, ich wünsche mir ein moderneres Stahlband für die SMP 300 Diver. Wie siehst du das, Konstantin? Wieso moderner? Weil das Band, okay, ich bin wie der Kind der 80er. Mich spricht das Band Bist voll an. du? Das Einzige, was ich bei dem Band cooler fände, wäre, wenn es vielleicht ein bisschen noch tapern würde. Weil es halt Ja. komplett nicht getapert von vorne bis hinten. Aber das Band als solches, das muss so sein. Das gehört zur Uhr mit dazu. Weiß ich nicht. Finde ich so klasse. Ja. Der Zwergenlaube sagt 38er AT mit den gleichen Blättern wie die 41er Variante. Ich weiß gar nicht, was da groß anders ist. Ist sie dann. Was ist der große Unterschied? Da bin ich mir gar nicht sicher, um ehrlich zu sein. Und wo ich mich anschließe, ist bei SCP eine Omega mit echtem Bondlaser. Das wäre was. Das wäre Alltags, für den Alltag super. Das wäre cool, ja, das stimmt. Ja. Und der Sascha sagt gerade noch, nee, das Band der SMP finde ich mittlerweile sogar ikonisch. Ja, absolut. Also der Nochmal Wiedererkennungswert wegen, ist auf jeden Fall da. auf jeden Fall, wegen den Blättern. Ich meine, die 38 mm gibt es zum Beispiel nicht in Grün bei den Aquaterran. Stimmt. Also die haben nicht die gleichen Blattfarben unbedingt. Oh, ja. Ja, die Verfügbarkeit, das stimmt. Kann ich nachvollziehen. Die kam ja auch erst später bei der 41er, ne? Die blaue und Ja. die grüne kam auch da erst später. Okay. Und der Jean-Luc, er wünscht sich kleinere Uhren. 36 mm perfekte Größe. Der Trend geht, glaube ich, schon so ein bisschen dahin. Also wir gucken uns an. Rolex Explorer zurück auf die 36, die Black Bay 58, die super einschlägt, liegt auch bei den 40. Ich glaube, dass da einiges passiert. Ja, die Frage ist, ob Alright. es wirklich zurückgeht auf 36. Ne? Aber ich sag so zwischen 38, 41, das scheint so dieser Sweet Spot zu sein, wo sich viele mittlerweile einpendeln auch. Ne? Ja, absolut. Und der Heiko ergänzt sogar noch zur P01, die muss man tragen können. Saß bei mir nicht so gut am Handgelenk für den, den es passt. Tolle Uhr, absolut. Okay. Anprobieren ist immer das Wichtigste überhaupt. Ja, genau. Und hier der Quan sagt auch, die Hörner sind da sehr lang. Das ist sicherlich echt special. Also, aber deswegen eben auch ein Hingucker und da was Cooles in der Sammlung.
Der Tobi ergänzt noch, das SMP-Band ist mega, vor allem dadurch, dass es nicht tapert, ist der Tragekomfort extrem gut ausgeglichen. Dazu die Info tatsächlich, es gibt jetzt das Milanese-Band für die Seamaster Diver 100 Meter, ist jetzt erhältlich auch in Edelstahl. Ich habe da jetzt die Tage die Info bekommen von den Kollegen. Ist ein bisschen pricey, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die liegt so bei 700 Euro oder so. Ist auch noch mit der Fallschließe mit dabei und so. Aber tolles Band, was eigentlich nur beim Bond-Diver war. Und ja, jetzt auch eben für die Seamaster Diver 300 Meter erhältlich. Sehr, sehr cool. Yes. Okay, Konstantin. Ich würde sagen, du hast dir das Wochenende verdient. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es macht jedes Mal riesen Spaß, ob es Speedmaster-Diskussion hier ist, ob es jetzt beim Live ein bisschen über Omega zu quatschen. Ich freue mich auf das, was wir in der Zukunft noch machen. Danke dir im Namen der gesamten Community. Wir schätzen deine Zeit sehr, wir schätzen deine Meinung sehr. Ist immer wieder schön, mit dir zu sprechen. Die von euch, die den Konstantin noch nicht abonniert haben oder die Videos nicht regelmäßig schauen, ihr verpasst einiges, denn da kommt von Tagheuer über Cartier, über Panerai, Breitling bist du unterwegs in der Boutique, IWC mit ewigem Kalender, da kommt bald was. Also da für alle Uhrenenthusiasten meine ich ein Muss. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du da warst, Konstantin. Danke dir und ja, guten Start ins Wochenende. Vielen Dank, dass ich nochmal mitmachen durfte. Hat wieder richtig Spaß gemacht. War eine sehr coole Idee. Du hast mich zum Teil echt in den Straucheln gebracht, Benedikt. Yes. Danke nochmal fürs Lob. Ich finde das mega, wie ihr das Format hier auch mittlerweile gestaltet. Das ist so, ich glaube, mit auch einer der Go-To-Events am Freitagabend ist immer das ITR Live. Finde ich richtig klasse, wie ihr so weitergemacht habt und euch entwickelt. Richtig cool. Vielen Dank nochmal auch in die Runde und hat wieder richtig Spaß gemacht. Dankeschön. Also lasst gerne ein Like hier für den Konstantin und für unser Alter Live. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Freitag 19 Uhr, wie immer. Und dann demnächst hoffentlich auch wieder mit dir, Konstantin. Mach's gut, gerne. Bis dann. Bleibt gesund. Schönes Wochenende. Euer Benedikt. Schönes Wochenende.